geht's meinem kleinen Speer? Hast du schon rausgefunden, was in der Galerie Pigman abgeht? Wo soll ich nur anfangen? Weißt du, warum der Laden Galerie Pigman genannt wird? Nein, das war doch Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Was genau versuchst du mir damit zu sagen? Es war schrecklich. Pigman war ein Serienmörder. Er hat die Leichen für seine Kunst benutzt. Ehrlich? Das ist echt krank. Selbst für diese Stadt. Ich werde verbreiten lassen, dass man den Ort meiden sollte. Gute Arbeit. Du bist in der Hölle gelandet, aber du bist ohne Verbrennungen wieder rausgekommen. Hier ist dein Geld. Hancock? Hey. Schieß los. Ich bin ganz Ohr. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merkt ihr das? Wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt. Hancock! Was ist los? Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Wer... was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Oh, na klar, es sind nur diese ganzen Metallplatten. Ist ein Roboter, oder? Ein sehr weiblicher Roboter. War das eine Anmache? Da habe ich aber schon bessere gehört. Also brauchst du was? Klar, ich schaue es mir an. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen.
körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. Hi. Sag mir einfach, was ich machen muss. Ist eigentlich ein ganz einfacher Job. Du wirst ein bisschen graben. Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten. Graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Der anderen Seite ist. Ja, weißt du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller High Alerts. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst vor nicht stecken. Viel Glück da unten. Neuer. Bobby. Was ist in meinem Tunnel los? Der Raum war voller Meyerlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Sag mir einfach, wo ich hin muss und mit wem ich reden soll. Ich wusste, du würdest mir gefallen. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin.
Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mitten drauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City-Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Du meinst, dass wir den Typen unbedingt brauchen? Glaub mir, er ist genau der Richtige. Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus.